Wenn man selbst keine NTE erlebt hat, macht man sich keine Vorstellung von der Tragweite und den tiefgreifenden Konsequenzen einer solchen Erfahrung, die das bestehende Weltbild völlig auf den Kopf stellt. Ein NATO-Erfahrener formulierte es so: Ich kann ohne meinen Körper sein, aber mein Körper kann nicht ohne mich sein. Auch wenn man körperlich tot ist, kann der Geist noch weiterleben. Der Tod war nicht der Tod, sondern eine andere Lebensform. Meiner Meinung nach muss die heutige Wissenschaft ihre Annahme über das Wesen der wahrnehmbaren Wirklichkeit einer erneuten Prüfung unterziehen, zu verstehen, dass wir stets miteinander verbunden sind, immer, selbst nach dem physischen Tod. Für mich bedeutet Wissenschaft, mit einem offenen Verstand Fragen zu stellen und nicht das Anhaften von alten Vorstellungen. Und wer seine Ansicht nie geändert hat, weil er neue Konzepte nicht akzeptieren konnte, hat kaum je etwas dazugelernt. Ich kann Ihnen versichern, dass ich ziemlich viel gelernt habe von all den Patienten, die bereit waren, ihre NTE mit mir zu teilen. Sie waren meine Lehrer. Wenn wir unseren Körper verlassen, die physische Welt verlassen, existieren wir als pures Bewusstsein, unabhängig von Zeit und Raum, und sind wir eingebettet in reine und bedingungslose Liebe. Wie eine Frau mit einer NTE mir geschrieben hat: Wenn die Macht der Liebe stärker wird als die Liebe zur Macht, wird unsere Welt sich ändern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Nahtodeserfahrung ist für mich in erster Linie eine Lebenserfahrung, weil sie einen Menschen wirklich zwingt, sein eigenes Leben ganz, ganz gründlich anzugucken, viele, viele Dinge zu verstehen, viele Dinge auch zu verändern, zu heilen, zu sortieren. Der Lebensfilm bietet dafür unglaublich viel Material. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man das mit dem Herzen sich traut zu fühlen, diese ganze Dimension zu fühlen, auszuhalten und nicht mehr davon zu laufen, was wir im Leben so gerne tun. Und zum anderen ist natürlich eine Nahtodeserfahrung für mich jedenfalls die sichere Erkenntnis, dass ich eben nicht sterben kann. Also ich habe keine Angst vor dem Tod. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht verbunden bin mit diesem Licht, also dieses Ich bin ganz bei mir daheim heißt auch, dass ich immer mich mit diesem Licht verbunden fühle. Dieses immer stetige Verbundensein ist für mich das schönste Lebensgefühl. Wenn man eben sein Herz öffnet und in der Stille ist, also glauben Sie den Menschen und glauben Sie auch, wenn Sie am Sterbebett sitzen und der Sterbende plötzlich seine Mutter oder sonst jemanden begrüßt, glauben Sie, dass das Realität ist und versuchen Sie niemandem einzureden, er würde spinnen. Vielen, vielen Dank. Aber warum hören wir Ärzte kaum jemals davon, dass ein Patient von einer NTE erzählt? Für Ärzte ist die NTE meistens ein unfassbares und unbekanntes Phänomen. Patienten sind aufgrund der negativen Reaktionen, die sie zumeist erleben, sehr zurückhaltend damit, ihre Erfahrung anderen mitzuteilen. Die meisten Menschen wollen sie ihre Geschichte einfach nicht glauben. Eines Tages gab es eine Konferenz zum Thema NTE in einem Universitätskrankenhaus mit mehr als 300 Menschen im Publikum. Am Ende der Konferenz, nach einigen Vorträgen über NTE, stand ein Mann auf und sagte: Ich bin seit 25 Jahren Kardiologe und ich habe noch nie solche absurde Geschichte gehört. Das ist totaler Unsinn. Ich glaube kein Wort davon. Da stand ein anderer Mann im Publikum auf und sagte: Ich bin einer Ihrer Patienten.
Ich hatte während eines Herzstillstandes ein NTE und sie wäre die Letzte, dem ich davon erzählen würde. Sie fühlen genau, dass diese Ärzte nicht zuhören kann. Das fühlen sie, das wissen sie. Für mich war ein Anfang die Neugier, weil was die Patienten mir erzählte, war unmöglich. Habe ich immer gelernt, es ist unmöglich, Bewusstsein zu erfahren, als man einen Herzstillstand hat. Und als ich die prospektive Studie gemacht habe in den Niederlanden und man wusste, dass da keine sogenannte wissenschaftliche Erklärungen waren, nicht der Sauerstoffmangel, nicht Religion, nicht Drogen, und nicht Angst und so weiter, dann war die einzige Schlussfolgerung, dass das Bewusstsein erfahren kann, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert. Und das dauerte viele Jahre für mich, bevor ich das wirklich akzeptieren konnte.